So, ja, müssen wir gucken, ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, ist dann halt nicht. Genau. Ja, Interface Terminal heißt das Ding ja. So. Okay, 4 Stück. Das dürfte stimmen. So, machen wir denn die Pattern? Das sind die falschen. Da sag mal bei dem Ding, das kannst du halt die Wies ein bisschen channeln. Ach so, können sein, dass die 8 schon belegt sind. Dann kann es auch nicht funktionieren. Genau, leg's mal darüber. Ah, die Wies online. Gut, gut. Es funktioniert. Achte, such mal nach Blaze. Da drin? Da drin. Ne, da, neben ME. Ich tue jetzt da eine Blaze dort rein. Und jetzt sollte sie drin sein. Ja, stimmt. Geil, ne? Okay. Frage ist nur, wie kriegen wir jetzt dort rein? Schön. Die Frage ist, wenn ich jetzt ein Interface da dran knüppel. Und ich sag zu dem, der soll hier zum Beispiel nur, ich sag jetzt mal einfach mal blöd, Alabaster reinpacken. So. Ich nehme die mal hier raus. Die wir im System. Scheiße, wir haben ja so Hello. viel im System. Da ist das Storage. Geh mal kurz ab. Danke. So. Ma. Wenn ich ihm jetzt sage, der soll
Frage, ne, warte mal, die Frage wäre ja, eigentlich müsste der ja. Ja, jetzt habe ich meine Spitzhacke wieder reingeschmissen, aus Versehen. Ach ja. Jo, das Übliche. Ich muss mal loswerden hier. So. Nein, ich will die Blaze Sword nicht, ich will meine Spitzhacke. Das auch nicht. Danke. Oh Mann. Frage ist jetzt natürlich, funktioniert das auch, wenn ich das Interface da dran knüppel mit dem Storage? Das probiere ich jetzt mal aus. So, die Wies. Ein bisschen Channel noch. Der müsste jetzt gleich online gehen. Jetzt ist es online. So, wenn ich jetzt eine Blaze Sword da reinschmeiße, geht das? Nein, das geht nämlich nicht. Ja. Aber wenn ich dem sage, der soll zum Beispiel Alabaster da reinpacken, mit einer hohen Priorität, geht das, wenn ich dann jetzt Alabaster reinschmeiße, sollte der eigentlich in dem Rift Alabaster speichern. 140 Stück. Ja, Jetzt gucken wir, ob sind da der drin. anzeigt. Ja, und er zeigt es an. Okay. 140 Stück. Ja, läuft. Das heißt, wenn ich jetzt die Quantum Storage hier nehme, die mit Alabaster drin, und sage, Kumpel, hier ist ein Exportbus, Läuft. sollte der sich eigentlich füllen. Ja, tut er. Boah, geil. Ey, hat doch nur eine knappe Stunde Ja, ist scheißegal, gedauert. Hauptsache funktioniert. Genau. Neue Mods muss man halt mal ausprobieren. Ja, schon. Ich weiß zwar jetzt nicht, wofür das Ding da ist, da hinten der Automation Driver, aber ist ja scheißegal. Cool. 2K. Gut, dann könnten wir da ja die ganzen anderen Und so viel ich weiß, übermäßigen. der hat ja Drift ID 0. Das heißt, wenn wir jetzt noch einen bauen, müsste ein Drift ID 1 haben. Wenn wir den auseinanderbauen, sollten wir eigentlich diesen Orb kriegen, wo Rift ID 0 ist. Ich tue mal den anderen, den ich hier noch habe, mal weg, weil das ist auch Rift ID 0. Das ist ja cool. 135 Slots. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wie viel Slots hat das überhaupt? Also wie viel Platz? Das habe ich nämlich noch nicht rausgefunden. Ich hoffe, naja gut, es soll doch eigentlich bottomless, also ohne Boden, sprich unendlich. Ja, da stand bottomless, ja. Stand da, der heißt ja auch bottomless. Okay. Okay. Dann sollten wir das Ding aber vielleicht woanders hinstellen. Gleich. Also irgendwo in der Ecke oder so. Ja. Dann. Ich wäre fast für hier hin. Hier hinten. Da hinten. Hier. Das erste. Ja. Sollte ja klappen. So, da habe ich den Orb.
Wo ist jetzt der Chor? Oder war? So, dann machen wir das Ding doch mal in die Ecke auf. Hebelchen liegen ja da. Das Schöne ist, man kann ja mehrere davon bauen. Man kann ja, sagen wir mal, das erste jetzt. Kann auch erstmal nur mit Steine vollknüppeln. Oder die Sachen, die wir jetzt hier haben. Dann nächste dann mit Erze. Oder mit, hier mit, na, Barren. Das wollte ich sagen. So. Dann baue ich das Schmuckelteil mal wieder hier auf. Ja. Jetzt sind natürlich die Fenster ein bisschen überflüssig hier. Ja. Mach doch nichts. So, so ein bisschen. So. So. Und so. Und dann einmal mit dem Orb geklickt. Zing. Rift ID 0. Sehr gut, läuft. Gut. So, eigentlich sollte das auch dann immer noch. Ich hoffe, dass da immer noch das Zeug drin ist. Nein, wissen Sie nicht. Da war mir fast klar. Irgendwas ist hier immer. Aber gut, dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, dass wir das. Gut, dass da nur alle Wasser war. Ist jetzt nichts Schlimmes gewesen. Ne, also, aber gut zu wissen, weil dann sollten wir die nicht abbauen. Aber ist ja auch nicht so schlimm jetzt gerade. Nö. So, dann einmal bitte hier. Ne, warte mal. Scheiße, eigentlich habe ich den doof hingebaut. Ich hätte ja noch einen nach vorne setzen sollen. Damit ich dahinter. Oder warte mal. Ne, kann ich auch von unten. Haha. Stimmt. Lass mich drunter! So. Das Coole ist, du kommst von überall da dran. Das ist geil. So, pass mal auf. Dann nehmen wir jetzt mal Stein, habe ich gesagt. Machen wir im ersten Mal rein. Yep. Dann nehmen wir mal Hardened Stone als nächstes. Kaching. Priority hochsetzen. Schon da, netter Quarz-Schwarmschlüssel. Brauche ich das Zeug, wenn ich es nicht dauernd Warum habe ich abbaue? jetzt zu wenig Kabel? Was für Kabel? Smart Cable. Smarte Cable. Hier. Ich habe schon. Okay. Genau so viele, wie ich brauche. So. Devise ist online, das ist schon mal gut. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch Strom. Ströme. Ein paar Ströme brauche ich. Und wir haben nur noch ein Stromkabel. Na gut, nicht. Ma. Warum habe ich eigentlich immer so ein Glück und muss die ganzen Scheiß Alloys machen? Kannst du mir mal erzählen? Ach nee, brauche ich nicht. Ha, wir haben Vibrant Genau, Essence. wollte ich Geil. gerade sagen. Habe ich ja die letzten Session so eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht, bis ich die fertig hatte. Conduit. 17. Immer besser als nix. Genau. Ich hab meine Zelle hier rumstehen. Wird sowieso irgendwann eine größere werden. Bestimmt. So, was wollte ich jetzt? Achso, nochmal Interfaces.
Da. So, Strom gibt's. Hä? Wieso keine Crafting-Table? Was hab ich da angeschlossen? Ach ne, ist doch noch da. Haha, die Alabaster sind doch noch da. Geil. Okay. Halt, nee. Fuck. Cool. Also ist Alabaster immer noch, Dingens hier immer noch da. Das ist sehr gut. Sehr, sehr schick. Gut. Wenn du immer kurz einen Alabaster. Der muss ja auch wieder hier dann dran. Zack. So. Dann kann jetzt eigentlich die Quantum Storage jetzt auch an dem Export. Mit dem Hardened Stone. Mhm. Katsching. Und schon wieder ein Loch gefallen, war klar. So. Es füllt sie. Sehr gut. Dann brauchen wir keine Dora mehr. Oh, das ist aber schade für die Dora. Oh. Jetzt haben wir ein dickeres Lagersystem. Ha! Ja. Cool, aber cooler Mod. Wenn, Multiblock finde ich sowieso mal cool, wenn man das macht. Auf jeden Fall. Multiblock-Dinger. Ja. Man muss nur sagen, er ist relativ billig. Also das muss ich ja also wirklich sagen, das ist relativ günstig zu bauen, die Sachen. Ja gut, er braucht Strom. Ja gut, das ist das Einzige. Ja, mehr ist ja nicht. Aber, achso, wir haben ein Solarpanel, stimmt. Ich wollte gerade fragen, was für einen Strom wir erzeugen. Ja, das Kleine haben wir noch, ja. Na gut, das scheint zu reichen. Also T1. Noch. Mhm. Sehr gut. Vor allem können wir dann theoretisch das zweite würde ich dann nehmen für Essenzen. Also ein zweites davon. Dann würde ich die ganzen Essenzen reinhauen von unseren Feldern dann. Jo. Damit das System entlastet wird. Genau. Jetzt haben wir keine Slimebälle mehr. Ungünstig. Ja. Was mit einer vergammelten Birne kann man das auch machen? Okay. Was? Hä? Ganz dicke Pisten mit einer vergammelten Birne. Okay. Na dann. So. Das nächste Gemüse da rein. Genau. Haben wir eigentlich ein Reisfeld? Ich muss aber noch irgendwie einen Export da dran kriegen. Mhm. Haben wir noch einen Export-Bus? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. War klar. Export-Bus. Ja, stimmt. Doch. Und eigentlich brauchen wir noch Speed. Eine Acceleration-Card heißen sie ja.